Wissen, wer kein Designer ist. Hand hoch. Super. Okay. Gemischtes Publikum. Das war jetzt das Ausschlussverfahren. Warum Ausschlussverfahren? Weil es mich immer interessiert, wer die weniger erwartbaren Menschen sind, als Designer oder auch als Mensch. Weil darum wird es heute auch ein bisschen gehen. Demut. Ich habe gehört, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe gehört, das fehlt uns. Ich habe gehört, das gehört auch in die Kirche, vieles habe ich gehört. Dann hat es mich zu interessieren begonnen. Und warum rede ich in Deutsch? Weil es eigentlich ein tolles Thema ist, um darüber nachzudenken, wie unsere Sprache unser Handeln beeinflusst. Und Demut ist ein Begriff, der sehr zentral ist. Ich nehme an, einige haben auch schon ein bisschen gegoogelt, aber es gibt mehr wie Wikipedia. Man kann über Demut auch noch ein bisschen umfassender nachdenken. Dieses Wort besteht aus zwei Teilen, aus D und aus Mut. Ich finde, in dem Wort steckt was sehr Positives auch drin. Man muss es nur finden. Aha, der Mauszeiger steckt auch drin. So, ist er weg oder fast weg. Genau. Demut hat für mich zwei Dimensionen. Fangen wir bei der Demütigung an, die steht unten. Das ist etwas, was uns eigentlich nicht so gerne widerfährt, weil es etwas ist, das uns erniedrigt. Ja, das wäre schon einmal schwer zu übersetzen im Englischen, weil Humility habe ich nicht gekannt. Wer kannte den Begriff Humility? Doch einige. Okay. Das heißt, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt noch zwei Wochen übersetze, dann wird es schwierig. Das heißt, wir reden im Deutschen über die Demütigung, die ein passiver Begriff ist. Das heißt, es passiert etwas mit mir. Ja, ich kann es eigentlich nicht wirklich beeinflussen, ich kann mich vielleicht entziehen. Was mir besser gefällt, ist der Mut, der steht auch rechts oben. Es ist ein aktiver Begriff, es ist etwas, was ich selbst machen kann, was ich tue, um etwas zu bewegen. Die Demütigung, fangen wir mal an, ich habe ein bisschen durchgeforstet, wo ich vielleicht schon Berührungspunkte hatte mit der Demütigung. Einer der Berührungspunkte ist dieser, die Geschichte mit der Demütigung beginnt die Demut, ein Begriff, der ursprünglich verwendet wurde zwischen jemandem, der untergeben ist und jemand, der herrscht. Und die Demut hat eigentlich das Verhältnis zwischen Herr, bewusst oder Herrin und Sklave beschrieben. In der Antike, sowohl in Griechenland als auch in Rom, war das ein völlig normaler Begriff, den man verwendet hat. Später hat sich der Begriff stark gewandelt, aber jetzt schauen wir mal, was mit mir selbst passieren kann. Das ist ein Fotoshooting für ein Plakat von einer Ausstellung von Erwin Wurm. Da geht es vielleicht auch um Demut. Interessante Körperhaltung. Bei Demut könnte man gleich ans Knie denken, ans Niederknien und ans Aufblicken zu etwas Größerem, so wie man es im kirchlichen Kontext beschreibt. Das sind die One-Minute-Sculptures von Erwin Wurm. Viele werden es wahrscheinlich kennen. Er schreibt als Künstler eine Anleitung und bringt damit die Person als Akteur in eine passive Haltung. Damit wird der Mensch oder der Körper zur Skulptur. Ich würde sagen, die Haltung ist eine sehr demütige in dem Fall. Da haben wir ein bisschen ein Old-Style-Plakat, so würde ich es bezeichnen. Da ist jetzt die Auflösung, ein bisschen eigenartig. Sollte man vielleicht, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Kommen wir zu was Neuem. Mut, das Gegenteil von Demut, ich werde hauptsächlich über Mut heute reden, nicht nur über Demut, hat eigentlich einen Ursprung im frühen Mittelalter. Maß und Beständigkeit, etwas, was eigentlich ein wichtiger Lebenswert für uns auch sein könnte, ist einerseits Maß zu nehmen, das heißt sich selbst einzuschätzen und sich vielleicht auch in Demut zu üben, indem man weiß, dass man nicht alles selbst beeinflussen kann, und Beständigkeit, um an den Dingen dran zu bleiben. Das sind zwei zentrale Werte, die kommen ungefähr aus dieser Zeit, 1141, circa 1141. Da habe ich einen Querlink zu etwas, was
bei mir im Regal steht, nämlich genau das. Das ist ein Kinderbuch aus der Jugendstilzeit, das genau diesem Werteschema der Ritterschaft, der positiven Ritterschaft verschrieben ist und ist von Karl Otto Zeschka, einem tollen Illustrator, illustriert. Fast fantastisches Ding, auch typografisch wunderschön. Und genau zu diesem Thema der Demut, den ja achtfärbig gedruckt, sind ja auch doch viele Designer da, die auch ein bisschen über Gestaltung sprechen wollen. Ja, also danach gab es die Raubritter und die Raubritter haben den Begriff Demut oder das Werteschema der Ritter zerstört und er musste neu aufgeladen werden. Jetzt sind wir eigentlich 1141 transformiert in die Barockzeit beim Freigut Thalern, das zweitälteste Weingut in Österreich nach dem Stiftkloster Neuburg und der einzige Altar der Welt, auf dem Christus auf einen Rebstock gekreuzigt wurde, steht hier. Das heißt, dieses Ding gibt es wirklich, kurioserweise. Und interessant ist auch, dass dieses Freigut Thalern eigentlich dem Stift Heiligenkreuz gehört. Das heißt, wir sind jetzt schon im historischen und im kirchlichen Kontext. Uns hat man gefragt, drei Winzer haben sich zusammengetan, unter anderem Alfred und Polz und Aumann aus der Thermenregion, dieses Weingut zu übernehmen, das lange Zeit da niederlag, und gemeinsam mit den Herren vom Stift Heiligenkreuz das neu aus der Taufe zu heben. Was haben wir gemacht? Wir haben uns das angesehen und gesagt, was ist naheliegender, als genau dieses zentrale Motiv rauszugreifen. Dieser Altar ist in der Kunstgeschichte besprochen, publiziert, sehr bekannt und haben daraus eine Serie von Etiketten gemacht, die so ungefähr ausschaut. Das ist klassisches Entwurfsstadium. Ja, könnte man sagen, ist ein bisschen hochmütig. Die Reaktion ist sehr heftig ausgefallen. Da Design immer im Kontext gelesen wird, ist die Frage, in welchem Kontext. Viele von euch kennen vielleicht das Weingut Knoll. Da gibt es auch einen Heiligen auf der Etikette. Es ist eigentlich ikonisch und wird von der Community als sehr extravagant, auch jetzt mittlerweile sehr progressiv gelesen. Natürlich ist es im kirchlichen Kontext schwierig und die Herren haben sich dazu geäußert und haben gesagt, das können wir auf keinen Fall machen. Das ist doch an der Grenze zur Blasphemie. So ein Weinetikett kann es nicht geben. Bitte zurück zum Staat. Zum Hochmut. Ja, der Hochmut war auch ein Begriff im Mittelalter, der eigentlich etwas bedeutet, was sehr positiv ist. Heute lesen wir den Hochmut als negativ, als Selbstüberschätzung, als mangelnde Demut. Aber das war er nicht. Der Hochmut war eigentlich ein Hochgefühl, so etwas wie die Hochzeit. Ja, auch die Hochzeit ist ein sehr positives Gefühl. Das heißt, im Mittelalter ein positives Gefühl, das in diesem Kontext unterwegs war. Wir haben uns das noch genauer angesehen, was ist 1141 passiert in der Welt der Gestaltung und haben dort noch einmal begonnen, haben sehr viel recherchiert, wie wir es immer tun, haben auch kalligrafiert, haben entworfen, haben die Banderole entdeckt als ein Moment, das man verwenden kann, und nach einigen technischen Tricks haben wir dann ein Etikett entworfen, das so aussieht. Und auch einen netten technischen Trick hat. Es ist in der Mitte unterbrochen. Man sieht es noch einmal unterbrochen, damit der Sensor der Etikettiermaschine weiß, wo Anfang und Ende der Etikette ist. Trotzdem, wenn sie im Regal steht, sieht es vorne aus, als wäre es eine durchgehende Schleife. Also es funktioniert und ist auch technisch in Ordnung. Demut. Wenn wir uns selbst diese Brillen aufsetzen, das sind drei Designer aus unserem Büro, es gibt natürlich auch Designerinnen, logischerweise. Wir hätten hier schon eine spezielle Situation, dann sehen wir nur wenig. Gibt es jemanden im Publikum, der sehr eingeschränkt ist? Brillenträgerinnen? Ja, einige. Seheinschränkung ist die zweithäufigste Einschränkung, nicht Behinderung, ja, das wäre ein eigenartiges Wort, in Österreich, nach Mobilitätseinschränkung. Das heißt, wir haben hier etwas, was wir sehr schnell übersehen als Designer, weil alles, was hier heute zu sehen ist, ist visuell. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Welt, die wir sehen und wie wir sie wahrnehmen, mit unseren Fähigkeiten die absolute Welt ist, wie sie ist. Ist sie aber gar nicht. Ganz im Gegenteil. Es gibt viele Menschen, die ganz andere Bedürfnisse haben, um es positiv zu formulieren. Und wir sollten als Designer vielleicht darauf achten. Deshalb geht es hier ganz konkret um Ermutigung
und zwar um Ermutigung einerseits der Designerinnen darauf zu achten, aber auch gleichzeitig um die Ermutigung der Personen, die vielleicht sich wirklich sehr schwer tun, Dinge wahrzunehmen, wie wir es gewohnt sind. Inclusive Design ist das Stichwort, wir kümmern uns sehr stark darum. Stichwort Campus WU, ein Projekt, das wir gemacht haben, die neue Wirtschaftsuni, sehr viele neue Studierende, 6 Gebäude, ein großes Gelände, ich nehme an, einige waren schon dort. So sieht das Orientierungssystem aus. Es ist vielleicht jetzt visuell nicht so spektakulär oder gestalterisch, aber inhaltlich kann es etwas. Es versucht nämlich alle Personengruppen, egal welcher Art, zu adressieren, abzuholen und zu informieren. Das heißt, es geht um Accessibility. Wir haben vorher das Stichwort User Interface gehabt. Das interessiert uns auch, und zwar im Sinne dessen, dass man es wirklich benutzen kann. Und zwar jeder, auch wenn er vielleicht, da haben wir jetzt ein Problem mit der Auflösung, jetzt kann man es nicht lesen, eine Sehstörung hat, eine Netzhautablösung zum Beispiel. Stellt euch vor, ihr könnt das sehen von dem Foto, was hier passiert. Das heißt, in der Mitte fehlt mir eigentlich alles, was notwendig ist, um zu sehen. Oder ist es genau umgekehrt, auch eine ziemliche Katastrophe. Ein Ausschnitt, der nur zu sehen ist. Das heißt, man sieht schon, wenn man als Designer versucht, jetzt dort alles richtig zu machen, gibt es trotzdem unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, was für den einen gut ist, ist für den anderen nicht so gut. Leitlinien, ja? Das heißt, wir reden hier bei der Gestaltung nicht nur von kontrastreicher Schrift auf einer Tafel oder von Informationsarchitektur, sondern wir sprechen von 2-3-Sinne-Prinzip. Das heißt, wenn mir 1 oder 2 Sinne ausfallen, muss mindestens ein dritter bedient werden. Im Idealfall werden 2 andere Sinne bedient. Also sprich, ich sehe nichts, aber ich kann etwas fühlen oder ich kann etwas hören. Das ist das Fühlen zum Beispiel. Hier geht es einfach um die 2. Ebene des Lesens. Wir haben dieses System so ausgestattet, dass wirklich Blinde auch zu ihren Zielorten finden können und das auch selbstständig machen können. Es geht nämlich um die Selbstständigkeit. Wenn wir die Norm anschauen, hier ist eine behinderte Person, auch bewusst als Begriff so gewählt, die im Rollstuhl sitzt. Ich sage immer, die Person hat einen Stock im Bauch, sie hat Fußfesseln und sie wird von hinten geschoben, eindeutig. Welcher Designer hat denn diesen Griff hingemacht? Ja? Dieser Griff müsste gar nicht sein, obwohl es natürlich am Rollstuhl gibt, ja? Unabhängig von der grafischen Qualität, die nicht sehr toll ist. Aber wenn man in die Norm reinschaut, was man als Designer machen soll, dann ist dieses Piktogramm abgebildet. Was haben wir gemacht? Wir haben dieses Icon geändert am Campus WU. Er sieht mich an oder sie, das ist auch gegendert, ist in Bewegung, in Aktion, hat keine Fußfessel, sondern Beinfreiheit und ist sehr selbstbewusst als Person. Noch dazu hat die Person Charakter. In dem Fall ist es eine Person mit besonderen Bedürfnissen und nicht mit einer Behinderung. Das zeigt, wie Design das Denken im Kopf verändern kann. Obwohl es zwar letztlich die Form ist, geht es um eine Haltung. Die Haltung kultivieren wir bei uns auch im Büro, indem wir eine Initiative gestartet haben. Das wäre jetzt die eine Minute, die ich in meinem Vortrag habe von vorhin. Eine Sonderminute sozusagen. Die Include-Initiative versammelt Player aus dieser Szene. Es gibt ja sehr viele aktive, eingeschränkte Personen, die für ihre Rechte eintreten. Das finden wir gut. Es gibt viele Gestalter und Gestalterinnen, vor allem Architektinnen, die darunter leiden, dass es so viele Vorschriften gibt. Wir wollen vermitteln und wir wollen schauen, dass diese Personengruppen miteinander reden und zu einem positiven Ganzen unsere Welt hoffentlich verändern. Dass das getan werden muss, ist außer Zweifel. Dass es aber im Konflikt enden muss, ist vielleicht nicht die ideale Lösung. Deshalb, wir haben eine Plattform, da kann man sich einiges anschauen an Content und es gibt immer wieder Talks. Der nächste wird am 19. Mai sein. Da geht es um verschiedene Bedürfnisse im Bereich Gesundheit. Ein Riesenthema, wenn man denkt, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und ältere Personen natürlich auch sehr spezielle Bedürfnisse haben. Jede 4. Person in Österreich wird im Jahr 2025 über 65 Jahre sein, in Deutschland sogar jede 3. Person. Mutig, wofür entscheidet man sich, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann? Ich finde Mut, mutig, man kann auch Übermut hier einsetzen zum Beispiel, auch ein sehr schönes Wort, ist etwas, was man vielleicht auch fördern sollte. Das ist der Überfluss, würde ich sagen, das ist das Palais Schwarzenberg.
das jetzt im Moment gerade leer steht, eine Architekturikone, die von Hermann Tschech auch umgebaut wurde. Es war zu diesem Zeitpunkt des Fotos ein Restaurant und Hotel. Es gab auch große Pläne, ein Casino reinzubauen. Jetzt ist das ein bisschen im Fluss. Also eine klassische Immobilie für die Wiener Design Week, und zwar für das Labor, wo ich demütigerweise schon längere Zeit Kurator sein darf. Also man muss sich auch dafür bedanken, Dinge machen zu dürfen. Und diese Location hat einen schönen Gartentrakt. Dieser Gartentrakt wurde geleert, da es ein neues Projekt geben wird. Und wir konnten dann dort in die Orangerie. Das Labor funktioniert ganz einfach. Designer, Designerinnen aus verschiedenen Disziplinen, Architektur, Industriedesign und Grafikdesign, werden gemeinsam als Teams eingeladen, dort zu arbeiten, 3-4 Tage. Und dieses Labor hatte, wie vieles aktuell, natürlich das Thema auch, wie komme ich mit wenig Ressourcen aus, wie kann ich ein Projekt auf die Beine stellen und dieses Format zum Leben zu erwecken. Drinnen hat es so ausgesehen, ein sehr, sehr hoher Raum mit 8 Metern von einer Zwischendecke wurde ausgeräumt. Davor waren früher die Gärtner drinnen. Die Gärtner haben ihre Leitern und alles ausgeräumt. So sieht die Decke aus, so sieht der Boden aus. Das Konzept ist ganz einfach, Cut Reset heißt das Konzept. Es geht darum, mit sehr wenigen Mitteln viel Kreativität zu evozieren, zu produzieren. Reduktion auf Schwarz und Weiß. Ganz einfache Dinge, und diese limitierten Ressourcen standen den Designerinnen zur Verfügung. Jetzt kann man sagen, das ist eine totale Einschränkung, aber in Wahrheit ist es für Designerinnen besser, weniger zu haben und einen strengen Rahmen zu haben, als da auszubrechen. Die Vorgabe war auch, mit dem zu machen, was man will, aber auf keinen Fall die Farbe zu verlassen. Das heißt, rot, grün, blau, was auch immer, war sozusagen nicht erlaubt. Wobei es auch interessant gewesen wäre, wenn jemand gesagt hätte, ich mache das nicht. Lustigerweise haben die eingeladenen Designer das akzeptiert und haben versucht, in dem Rahmen etwas zu machen. Man sieht im Hintergrund des Fotos, sieht man Fotopapierbahnen, schwarze und weiße, die wir als Raumelemente gegeben haben. Im Normalfall ist das Labor immer schon eingerichtet und man kann in dieser Werkstatt arbeiten. In diesem Fall kam es dazu, dass man sich selbst seine Werkzeuge bauen musste und sich selbst das Labor einrichten musste. Tischtennisbälle zum Beispiel, ja, oder Holzleim. Schwarzes Tape, schwarze Wolle, einen Haufen Ruß war auch dabei zum Beispiel. Also so ein bisschen absurde Sachen auch. Leuchten, Edding. Ja, Reset. Cut Reset ist das Thema auch gewesen, weil in der Wochenmitte wurde das ursprüngliche Setting wiederhergestellt und das nächste Designer-Team kam. Das ist Viktor Schuster aus Budapest. Der hat die Tür sofort beschriftet. Das ist Viktor Matic, ein Industriedesigner aus Südtirol, der in London auch gearbeitet hat. Man sieht schon, links haben sie sich ihre Werkbank hergerichtet. Irgendjemand hat kontemplativ diese Löcher geschnitten. Das hat ziemlich lang gedauert. Ja, einfach sozusagen also zur Beruhigung. Dann gab es hier ein Rezept aus nichts, unter Anführungszeichen. Weiße Maisstärke, weißes Silikon oder transparentes Silikon ergibt in einem bestimmten Mischungsverhältnis einen Kleber. Diesen Kleber gab es vorher nicht. Dieses Rezept haben sie sich gemacht und experimentiert, um die richtige Konsistenz zu finden. Dieser kupferne Draht, den haben sie sich selbst organisiert, sozusagen. Da gibt es einen kleinen Ausbruch aus dem System. Und irgendjemand hat diesen roten Schraubenzieher reingeschmuggelt. Das ist natürlich nicht okay. Ja, was haben sie gebaut? Eine Leuchte, weil in dem Raum gab es keine Leuchte. Früher habe ich immer Lampe gesagt, bis mir Industriedesigner erklärt haben, eine Lampe ist keine Leuchte, sondern die Leuchte ist das, was man baut. Und die Sticks kommen vom chinesischen Essen. Als sie keine Idee hatten, sind sie einfach essen gegangen am Abend und haben den chinesischen Gastronomen gefragt, ob er nicht noch mehr von diesen Essstäbchen hat, weil die sind eh fast weiß, also so Holzfarben, und damit könnten sie doch was machen. Und haben einen riesigen Sack von den Holzstäbchen mitgenommen. Also Not macht erfinderisch. Sie haben damit diese Leuchte gebaut, die wurde dann mit weißem Papier bezogen. Was es noch gab, um die Pausen zu füllen, Kreativität braucht Inspiration, war dieser Tisch, den sie gebaut haben. Sie hatten ja Tischböcke und Platten, und das Ziel war, sich die Zeit zu vertreiben, und sie haben sich so Handschuhe gebaut aus Papier, die gleichzeitig Tischtennisschläger sein können, und es hat super funktioniert, ich habe auch gespielt. Lustigerweise sind sie auch relativ konsequent gekleidet gekommen, das war keine Vorschrift von mir, aber das ist okay, also ziemlich monochrom.
Das war der totale Renner, das Labor, der Tischtennis-Tisch war ständig ausgebucht und das Publikum ist auch integriert worden. Was mir halt sehr wichtig war, dass immer das Publikum auch am Designprozess teilnimmt. Ja, hat Spaß gemacht. Das Publikum war auch vorbildlich. Das ist keine Inszenierung. Links ist der Viktor Schuster, der Grafikdesigner aus Budapest und rechts eine Besucherin, die ziemlich lange Tischtennis gespielt hat und die hatte dieses Kleid an und auch diese Handyhülle. Also das ist großartig einfach. Ja, das muss man einfach. Der Zufall ist auch eine schöne Sache. Ja, nochmal ein Blick auf den Viktor, er war offensichtlich glücklich. Ja, manchmal klappt es nicht ganz, da gibt es theoretisch Sound. Das war das Setup, wie es funktioniert hat mit den Designern. Gehen wir weiter. Ja, Armut. Etwas, was wir nicht gerne hören, etwas, das wir nicht gerne sehen, etwas, das in der Gesellschaft weggedrückt wird, obwohl die Österreicher viel spenden, und die Österreicherinnen natürlich auch, spenden sie aus, um sich selbst zu beruhigen, oder warum tun sie das? Ich weiß es nicht. Ich spende auch. Es beruhigt schon ein bisschen, aber wenn wirklich die Armut ganz konfrontativ dasteht, was tut man dann? Ja? Schwierige Sache. Hier gibt es keine Armut, hier gibt es Investments. Links ist das Investment Hauptbahnhof mit einer riesigen Mall. Wir haben schon genug Malls eigentlich in Wahrheit, aber die, die am Hauptbahnhof waren, wissen, das ist eine Gewerbeimmobilie und die muss sich rentieren. Daneben dieser schmale Tower, der ist gar nicht so schmal, auch eine Gewerbeimmobilie der ÖBB mit Arztpraxen und anderen Dingen. Dahinter, wo der dunkle Fleck in der Mitte ist, der Erste Bank Campus. Ja, ich sage jetzt nicht mehr. Hier gibt es keine Armut, hier gibt es Menschen, die kommen und gehen und fahren, aber jeder weiß es, am Hauptbahnhof ist eigentlich ein Angelpunkt für Armut. Dort stranden die Menschen nämlich. Es war auch ganz klar, dass mit dem neuen Hauptbahnhof Menschen aus Central Eastern Europe kommen werden und dort aufschlagen sozusagen und stranden und dann nicht wissen, was sie tun sollen. Also die haben natürlich nichts außer, ja, nicht einmal das Bahnticket logischerweise, sondern einfach gar nichts. Keinen Wohnsitz, kein Dach über dem Kopf, kein Geld, kein gar nichts. Was tun die? Die Caritas weiß das und hat vorgebaut und hat überlegt, was sie tun kann, um dieses Leid zu mildern. Und hat das Tageszentrum ins Leben gerufen und zwar jetzt eröffnet. Wir durften mitarbeiten, wieder etwas, was mit Demo zu tun hat. Und die Caritas hat gesagt, wir machen ein Zentrum. In diesem Zentrum werden die Menschen abgeholt. Es gibt auch Personen am Bahnhof, die die Obdachlosen motivieren, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und eine vorübergehende Heimat zu finden. Im Tageszentrum gibt es medizinische Versorgung. Man kann sich tagsüber aufhalten und man wird weiter vermittelt an Schlafstellen, wie zum Beispiel die Gruft oder andere Orte oder die Vinzi-Rast in Wien. Das heißt, es ist sozusagen ein Netzwerkknotenpunkt, wo ich andocken kann und wieder Anschluss finde ans soziale Netz. Was wir gemacht haben, ist uns die Frage zu stellen, wie kann Gestaltung für so etwas aussehen? Zu viel gestaltet ist ironisch, zu wenig gestaltet ist ironisch. Eine unglaublich schwierige Aufgabe. Weil macht man es ganz trashig, weil es cool ausschaut, so versteht das natürlich kein Obdachloser. Macht man es ganz toll designt, fühlen sie sich auch verarscht, weil zu viel Geld da ist. Das ist total schwierig. Ja? Also wir haben versucht, einen Mittelweg der Klarheit zu finden, ohne die Tristesse als Gestaltungsmotto in den Vordergrund zu stellen, weil es natürlich auch wieder um Mut und etwas Positives geht. Es geht um die Perspektive, sein Leben in den Griff zu kriegen, zumindest sozusagen von der Versorgung und wieder nach vorne zu denken. Das machen natürlich die ganzen Mitarbeiterinnen, die wichtigsten sind die, die dort arbeiten und die Leute unterstützen. Sprachunabhängigkeit war ein Thema. Also wie kann ich die simplesten Dinge sehr schnell finden? Wir haben sehr viel mit Icons gearbeitet. Diese Gestaltung soll auch natürlich helfen, dass Menschen, die zum Beispiel schlechter sehen, das auch wahrnehmen können. Gelb-Schwarz ist der größte Kontrast, den es gibt und funktioniert am besten. Information gibt es da. Auf der rechten Seite sieht man eine eigene Poststelle. Das wäre dann als Obdachloser sozusagen meine Adresse, wo meine Post hingehen kann. Es gibt einen Service für Wohnungslose, die eben genau dann weitervermittelt werden an Dinge, die sie vielleicht noch nicht sehen. Ja. Man kann auch rauchen. Auch Genuss ist nicht verboten. Das ist der sogenannte Aufprallschutz, so heißt das schöne Wort.
Ein Glaskubus, der so ausschaut als nur Glas, braucht unbedingt einen Anlaufschutz, sonst liegt die Person schnell auf der Krankenstation. Eine Dusche gibt es, es gibt eine Waschmaschine. Lauter Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Vielleicht führt das zu ein bisschen Demut, wenn man das sieht. Auch die Schmutzwäsche ist ein Riesenthema natürlich. Ja. Okay, zum Abschluss wieder kurz in den religiösen Kontext. Eine Aufgabe, die ich an der Angewandten gestellt habe. Normalerweise wäre ich jetzt am Vormittag im Unterricht. Es ist aber schön, hier trotzdem an der Angewandten zu sein, an diesem Ort. Das ist eine sehr alte Arbeit. Die Aufgabe war denkbar einfach. Nimm die 10 Gebote und illustriere sie in möglichst kurzer Form. Was ist das? Bitte die Antwort. Nein, die 10 Gebote. Könnt ihr die 10 Gebote nicht? Ja, das ist in dem Fall umgekehrt formuliert, aber stimmt. Das ist ein bisschen fies, weil es sind die alten 10 Gebote. Ich habe bewusst so ein bisschen veraltete Formulierungen genommen, um da ein bisschen noch einen Pfeffer reinzukriegen. Tu mal weiter, das ist schwierig. Also nicht Gott verbal verunstalten, beflecken. Ah, das ist schade, dass jetzt wieder abgeschnitten. Unten stehen noch die Öffnungszeiten. Also zur Kirche gehen. Da sind wir wieder bei der Demut, die kniende Haltung. Nicht töten. Genau, manchmal funktionieren die Icons ganz gut. Schauen wir mal, wie die Scheidungsrate in Österreich ist. Ich glaube, sehr hoch. Okay. Also ich würde sagen, das reicht mit der Demut. Vielen Dank fürs Zuhören.